Über 9 Millionen Deutsche ziehen jedes Jahr um. Und meistens braucht man dafür ein bisschen Hilfe, um das passende Objekt zu finden. Zum Beispiel so ein Haus hier. Darum kümmern sich Makler. Aber wie ist es eigentlich, teilweise millionenschwere Anwesen zu vermitteln? Und das täglich. Das klären wir heute bei Ein Tag als Immobilienmakler. Jetzt auch mal chillig, anderen Leuten bei der Arbeit zuzugucken, ne? Also gucken wir uns da jetzt mal an, was da für so ein Bild da präsentiert wird von dem Ganzen. Das heißt, was, wie wird der Beruf, den ich hier ausübe, den ich gerne mache und der mir manchmal mehr, manchmal weniger Spaß macht, wie das in diesem Beruf so ist, wie wird der jetzt nach außen dargestellt? Man gibt eigentlich für nichts anderes als wie für sein eigenes Haus, für sein Zuhause gibt man so viel Geld aus. Und das ist in der Regel eine Entscheidung, die man einmal im Leben trifft. Jens, 39 Jahre Immobilienmakler. Verkaufte Immobilien, warum steht da verkaufte? Ich verstehe das nicht, warum jeder in der Branche sich damit brüstet, wie viel Immobilien er gedreht hat. Meine Güte, wenn ich, es gibt Phasen, da bin ich gut. Also wenn er, unterstellen wir ihm jetzt einfach mal, er wäre seitdem er 18 ist, direkt ins Immobiliengeschäft gestartet. Und das ist 21 Jahre her. Dann ist diese Zahl, die da steht, wenig. Fakt, das habe ich in 4 Jahren verkauft oder in 5 Jahren oder 6. Das ist jetzt nicht, kommt auf die Umschlagszahl an. Das interessiert aber keinen, ob ich jetzt, wie viele Immobilien ich drehe. Ja, ich verkaufe 10 Dinger, die alle 3 Millionen wert sind und habe mehr als derjenige, der 100 Dinger verkauft, die alle 100.000 wert sind. Das ist ja, das kannst du so nicht rechnen. Deshalb diese Zahl hier hinzuschreiben, ist schon mal... Ja, guten Morgen aus Wittlich. Würde ich mich lieben mit rühmen. Genau. Guten Morgen, Jens. Hi, Felix. Alles gut bei dir? Immer. Wann fängst du normalerweise an zu arbeiten? In der Regel haben wir morgens um 10 Uhr unser Board-Meeting mit den Mitarbeitern. Manchmal habe ich natürlich vorher schon einen Termin, aber 10 Uhr ist der späteste Zeitpunkt, wo wir uns morgens treffen wollen. Das heißt, hier in der Innenstadt habt ihr ein Büro. Ganz zentral. Alle. Chillig. Chillig. Ja, ganz genau. Und jetzt erstmal Board-Meeting. Jetzt ist erstmal Board-Meeting, genau. Das findet jeden Morgen um 10 Uhr statt. Wo die Mitarbeiter ganz kurz sagen, wie sie heute drauf sind, wie es ihnen geht. Ist ja wichtig, Tagesform. Wie viele Termine heute anstehen. Und jeder schreibt kurz auf, was seine größte Herausforderung des Tages ist, welche Aufgabe er um... Das ist ein Startup-Unternehmen. Das ist so arbeitet kein gestandenes Immobilienunternehmen. Also wir setzen uns zusammen, wir reden erstmal darüber in einem Sitzkreis, wie wir uns heute fühlen. Was ist denn dein größtes Ziel heute und was steht heute bei dir an? Das interessiert niemanden. Ich stelle mich ja morgens nicht auch nicht vor den Spiegel und sage, ich würde jetzt gerne mich selbst motivieren. 1000% Startup. Unbedingt heute erledigen möchte, 100%. Da geht es morgens um 10 Uhr los und dann sollen die Leute konzentriert für die Arbeit sein. Fokus. Hier sind wir. Hier sind wir schon. Jetzt Immobilien. Jetzt genau. Dann geht's. Gut in Szene, also man muss sagen, gut in Szene gesetzt, ne? Also der. Die schreiben das sogar auch noch auf, was sie für Ziele heute haben. Und wie sie sich fühlen. Das heißt, du bist jetzt heute viel unterwegs, aber zu deinem Job gehört ja auch dann Büro, was arbeiten, am Schreibtisch sitzen. Genau, das ist eigentlich so ein ganz klassischer Mix aus Bürotätigkeit, administrative Sachen. Wir schreiben unsere Exposés alle selber. Die Exposé Verwaltung. Ist was erstmal, für alle, die nicht wissen, was es ist? Das Exposé sind die Verkaufsunterlagen von dem Objekt, also von der Immobilie, die wir verkaufen. Jetzt gleich die Penthouse-Wohnung, wo wir zuerst hinfahren, die ich dir zeige. Da sind die Grundrisse drin, da sind die Fotos drin, da ist die Objektbeschreibung drin, die Umgebung, also der Ortsteil. Wittlich-Wengerohr, der wird ein bisschen beschrieben. Es sind Pflichtangaben drin aus dem Energieausweis, die in so eine Anzeige rein müssen. Und die bereitest du? Perfekt. Sehr gut. Hier vor. Das schreiben wir hier, genau, und dann wird das gespeichert auf unserer Datenbank und wir können es heute Gott sei Dank einfach nur ausdrucken. Und darf man mit? Ja, Junge, man muss da musst du, Efrix.
so viel Schotter und dann 7 Quadratmeter Besprechungszimmer. Habe ich gerade eben, als wir das aufgerufen haben, habe ich es gesehen. Da war schon Corona. Das erst hin. Da fahren wir jetzt hin. Ich meine ja nur. Und dann haben wir noch 2 Termine, wo wir dazwischen nochmal hinfahren. Und dann dachte ich mir, dass du da heute Abend die Verkaufsbesichtigung machst. Ich soll verkaufen. Du verkaufst das heute. Gut, probieren wir mal. Ja, klar. Versuche ich mal zu lernen jetzt. Klar, warum auch nicht? Sicher. Wenn so meine Umsätze gehen würde und ich da mit einem Kunden einen Besichtigungstermin habe, würde ich klar. Puh, sicher. Digga, du bist gerade 5 Minuten am Stissel. Hau raus, mach die Besichtigung. Klar. Aber man muss ja dazu sagen, es ist ja geil gemacht. Es ist ja geil gemacht. So, bitteschön. Kindersicherung war an, ne? Ja klar. Ist Patriots-Fan. Alter Football-Fan. Und seit wann bist du schon mit dabei? Seit Montag. Seit Montag ab, ist auch ganz frisch. Wow, auch ganz frisch. Güselgött. Eigentlich so wie ich. Genau. Ja, wir sind zusammen Praktikant hier heute. Und wie gefällt es dir so bis jetzt? Wie ist so dein erster Eindruck? Also ich bin eigentlich richtig beeindruckt. Das ist richtig cool so. Man erlebt halt ziemlich viel und das ist sehr abwechslungsreich. Ja. Das gefällt mir. Das stimmt. Hier sind wir jetzt bei der ersten Immobilie. Genau. Da oben drauf, das Penthouse. Das ist ein 8-Familien. Sehr abwechslungsreicher Job. Ja klar, weil man ist ja auch viel unterwegs. Das ist ja als Immobilienmakler sitzt du ja nicht die ganze Zeit im Büro. Geile Butze. Ich liebe solche, also ich liebe diese neu designten Penthäuser. Das muss man wirklich dazu sagen. Real Talk ist einfach nur geil. Ich bin jetzt nicht der Gartenmensch. Und wenn man das hier sieht mit dieser Außenterrasse, dem Staffelgeschoss, so nennt sich das Ganze hier, eingerückt, oberste Etage, eingerücktes Geschoss, das ist schon geil. Das hat Flair, ne? Das ist jetzt hier die Schiene da hinten, das ist jetzt nicht so prickelnd. Also ich sage mal, bei uns im Team, ne, bei uns jetzt hier im Team, wer später kommt, hat früher frei, Ello. Das ist, da muss man auch lecker Snaps geben beim Kunden, ist halt auch gerade damals in der Eifel, wenn du da beim Kunden bist, musst du auch ganz klar sagen, wenn dann wird ein Vertrag, andere unterschreiben einen Vertrag, da wird ein Elz getrunken auf dem Vertrag. Und das sind auch noch Marotten, da kannst du dich drauf verlassen, weißt du? Das sind Sachen, da ist Ehrlichkeit. Der Kunde, wenn er mit dir ein Elz trinkt, dann wird der mit dir auch einen Sack Salz fressen. So, 2016, und dann läuft das. Ganz einfach. Der Eigentümer hat ein interessantes Jobangebot bekommen in Koblenz. Ja. Die Fahrerei ist ihm zu weit, deswegen hat er sich entschlossen, obwohl die Wohnung erst 4 Jahre alt ist, umzuziehen und zu verkaufen. In der heutigen Zeit eigentlich die dümmste Aktion, die man machen kann, weil wenn man es irgendwie anders hinbekommt, Wohnung halten, vermieten, weil Wohnungen gehen immer. Kaufen, ja, okay. Ich wollte dir jetzt heute Morgen die Wohnung einmal zeigen, weil wir heute Nachmittag ein bisschen im Stress sein könnten, je nachdem, wenn wir irgendwo noch in den Verkehr geraten, dass wir erst kurz vor der Besichtigung hier sind, aber dann kennst du die Immobilie und kannst was dazu sagen, weil wie gesagt, das ist halt also Nachmittag. Heute Nachmittag kommt dann potenzieller Käufer, ja. Interessent. Genau. Und wem soll ich das dann verkaufen? Du sollst ihm das nicht verkaufen, du wirst ihm das verkaufen. Ich will. Du sollst ihm das nicht verkaufen, du wirst ihm das verkaufen. Hm? Ich werde ihm das verkaufen. Gesunde Arroganz. So, dann rein in die Stube. Ja, ist schön. Absolut. Also ich mag Penthäuser sowieso. Du hast halt einen tollen Ausblick. Ja, wenn du so eine Wohnung hast, musst du dem Verkäufer oder dem potenziellen Käufer musst du gar nicht viel erzählen, ne? Nee, das verkauft sich dann von selber, ja. Also wir haben schon so ein paar Grundsätze, die wir beachten, dass wir zum Beispiel im schönsten Raum anfangen wollen mit der Besichtigung und im schönsten Raum auch aufhören mit der Besichtigung. Wir haben auch. Jetzt frage ich mich. Der Flur ist scheiße. Du musst, um in den schönsten Raum zu kommen, musst du durch den Flur und durchs Esszimmer, um im Wohnzimmer zu landen, wo der schönste Raum ist. Sag ich dem Käufer dann, wenn der da durchgeht, halt dir bitte die Augen zu. Wir möchten bitte mit dir im schönsten Raum starten. Ich verstehe das nicht. Warum ist man nicht einfach ehrlich? Du zeigst dem Kunden doch auch alles. Diese Verkaufspsychologie-Kacke, was bringt es dir am Ende des Tages? Am Ende so eine Abschlussfrage. Können Sie sich vorstellen, hier die nächsten Jahre mit Ihrer Familie? Nein, kann ich nicht. Was sagst du dann?
Können Sie sich vorstellen, hier, ja. Wir beide versuchen alles aufzusaugen, was du hier sagst. Ja. Ich muss ja nachher. Saug. Ich muss das ja anwenden. Schönster Raum hier, ich kenne jetzt ja nur den hier. Muss ja mal gucken hier. Wir gucken uns mal kurz die Wohnung an, würde ich sagen. Nasenputz, das ist Tatsache. Oh, geiler Kommentar, feier ich. Das ist so. Bei eigengenutzten Immobilien entscheidet zu 90% die Frau. Gefällt der Frau die Bude nicht, kannst du noch so viel machen. Die Frau wird nicht kaufen und der Mann wird sich nachher der Frau anschließen. Real Talk. Ist so, Nasenputz. Und die Wohnung hat nur ein Schlafzimmer. Also ist eigentlich so eine typische Junggesellen- oder Pärchenwohnung. Was würdest du sagen, würde man hier so als Miete bezahlen? Die Wohnung hat ja fast 100 Quadratmeter inklusive der beiden Dachterrassen. Die wird an. Öscher Mietpreis. Senior Brahma, Nabend. Öscher Mietpreis 100 Quadratmeter. Safe 1.100 € kalt, 1.200 € kalt. Safe. Gucken wir mal, was jetzt da kostet. Anteilig in die Wohnfläche mit eingerechnet. 750, 800 € kalt. Ahoi, in Germany we call it a Schnapper. Für alte Pfanne. Genau. Das ist halt in Köln unvorstellbar. Also bei zahlt man das für einen Stellplatz fast. Ja, ja. Ja gut, in Köln ist noch. Lage. Ganz genau. Und das. Ach, das ist so eine dumme Standardaussage, ne? Lage. Exposé übergebe ich am Ende oder am Anfang? Ja, 750, die sind ja da irgendwo auf dem Dorf. Das ist ja in Ordnung. In Aachen, wie gesagt, 1.100, 1.200 kalt. Unos problemos. Anfang schon. Am Ende. Sei hier. Ja, selbst in Kultscheid, selbst auf dem Dorf bei uns hier. Kopf zahlst du 10 € der Quadratmeter. Plus 1 € standardmäßig Heizkosten, das heißt, du bist bei 11 € der Quadratmeter. Safe. Der Kunde soll ja während der Besichtigung die Aufmerksamkeit auf die Wohnung haben. Mhm. Und wenn du ihm das Exposé schon in die Hand drückst, fangen viele direkt an zu blättern und zu gucken. Okay. Das kriegt er am Ende nochmal mit. Dann darf er darüber nochmal nachdenken. Gut, das machen wir also heute Nachmittag. Aber jetzt machen wir mit was erstmal weiter? Ja, wir fahren jetzt eine gute halbe Stunde in den nächsten auf den nächsten Termin nach Kelberg. Da treffen wir eine junge, sympathische Familie, die ihr Einfamilienhaus verkaufen möchte. Und wir schauen uns das heute zum ersten Mal an. Also ich kenne weder die Leute noch die Immobilien. Du kennst die Leute nicht, aber es ist eine junge, sympathische Familie, sagt er jetzt. Wir haben telefoniert. Ja, okay, schon gerade okay. Na dann, fahren wir mal hin. Patriots-Fan. Oh, Neubaugebiet. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Guten Tag, von der Land. Ich grüße Sie. Ja. Sie ein bisschen was Ergo-Werbung da oben. Ja. Ach, schön. Möchten oder müssen? Nein, müssen nicht. Das ist die dümmste Frage, die ich zum Eingang stellen kann. Möchten oder müssen? Wenn er schon sagt, ich möchte mein Haus verkaufen. Jetzt sagt der, ja, meine Frau ist schwer krank und wir sind leider dazu gezwungen, jetzt die Immobilie, das Gespräch ist im Arsch. Das Gespräch hat eine Stimmung, alle sind am Lachen hier und du sagst dem müssen und drückst dem nochmal so schön richtig rein, das Gespräch ist, boah. Möchten, weil das Platz merkt auch gerade an seinem Gesichtsausdruck, siehst du, dass nochmal Nachwuchs. Schön. Dann wäre es praktisch, wenn wir uns vielleicht einmal umschauen dürften, sie mir alles zeigen, bei der Gelegenheit ein bisschen was dazu erzählen. Ich mache mir wäre von Vorteil. Und wenn wir am Ende noch Fragen haben sollten, dann würden wir am Ende einfach fragen. Also, er hat ja eine sympathische Art, das muss man dazu sagen. No Front. Meinst du jetzt im Job, T-Shirt unterm Hemd, ja oder nein? Safe. Hat er es an. So richtig safe. Die Details, die du aufschreiben musst, ne? Woher weißt du, da. Was wichtig ist und was nicht, weil nicht jeder potenzielle Interessent, der guckt sich auch häufig viele Objekte an und kann ja dann nicht jedes Mal so einen Roman von 100 Seiten lesen, was irgendwie alles dazugehört. Davon kommt ja auch nicht alles ins Exposé, aber viele dieser Angaben sind halt für uns wichtig in der Wertentwicklung. Real Talk, ich aber auch immer. Immer unterm Hemd-T-Shirt. Umso mehr immer. Angaben ich habe, es gibt wertsteigernde und wertmindernde Sachen im Haus. Umso mehr ich habe, umso genauer kann ich nachher die Wertermittlung machen. Also viele von den Details, die ich mir... Ja, zwei Kinderzimmer, das ist wertsteigernd. Ein Badezimmer ist wertmindernd.
Ja, Garten. Definitiv wertsteigert, ja. Garten ist wertsteigert. Aufschreiben sind nur für uns. Also guckst dir das alles jetzt an, was hier ist, und dann sagst du am Ende, so viel ist das Haus wert. Das mache ich leider nicht alleine, das macht der Computer mit mir zusammen, genau. Ja, Brudis, bevor ihr euch jetzt hier tot diskutiert im Chat, es gibt T-Shirts, die du drunter ziehst, die siehst du nicht. Die siehst du nicht. Die siehst du nicht. Die siehst du nicht, habt ihr verstanden? Die siehst du nicht. Okay. Also man hat natürlich so ein Bauchgefühl, dass man irgendwo sagt, in die Richtung könnte es gehen. Man hat so eine Range von vielleicht 25.000 bis 50.000 Euro, wo man dann denkt, in die Nische wird das passen. Aber letztendlich gibt es Tabellen dafür, Wertermittlungsprogramme. Oder bei der Zeit, die du schon im Immobilienbereich arbeitest und wenn du 438 Objekte beurkundet hast, verkauft hast, wie du eben dich da mit deinen Zahlen da gerühmt hast, dann weißt du ungefähr, wie viel ein Objekt wert ist. Da brauchst du keine Tabellen, keine Zahlen, du weißt es. Gibt es dann auch den Moment, dass der Kunde denkt, er hätte irgendwie ein Haus für so und so viel Geld und du musst dann sagen, nee, ist es nur die Hälfte wert? Passiert auch. Wir haben auch schon Häuser verkauft für 190, 195. Merke. 1000 Euro. Niemals weißes Hemd unter, weißes T-Shirt unter weißes Hemd. Das sind ja auch dann Lebensentscheidungen jetzt auch auf der Käuferseite, wenn die sich so ein Objekt anschauen, dass sie dann hier vielleicht die nächsten 10, 20 oder noch mehr Jahre hier leben werden. Das sind auch immer emotionale und wichtige Entscheidungen. Ja, genau. Also man gibt eigentlich für nichts anderes, als wie für sein eigenes Haus, für sein Zuhause. Ja, wir gucken uns das beim nächsten Mal hier weiter an. Das ist in der Regel eine Entscheidung, die man gibt im Leben. Ja, Haus kauft man einmal im Leben. Das ist so auch wieder so ein Standardsatz. Aber wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir zu einem ganz besonderen Objekt, was wir in der Vermarktung haben. Wir haben das im Secret Sale. Das heißt, der Eigentümer da, der möchte nicht, dass wir es öffentlich vermarkten mit Fotos und der richtigen Adresse und so weiter. So, Boys, ihr könnt reinkommen. Das sieht schon mal gut aus hier. Der ist hier. Whirlpool oben auf der Dachterrasse. Bin aber noch gemutet. Oh, das ist nice. Das ist nice. Da müssen wir uns beim nächsten Mal reinklinken. Du.